Die dritte und letzte Ausgabe von Lutz on Tour 2016 widmet sich natürlich der schönsten Nebensache der Welt. Der Fußball ist neben dem Umwelt- und Klimaschutz die zweite Triebfeder von Global United Football Club. Es ist eine super Idee, auch ein Netzwerk zu haben von fast 500 Spielern weltweit für Global United FC. Ich meine, das ist etwas Besonderes. Darüber hinaus dann auch wirklich etwas Gutes zu tun, ab und zu im Jahr mal ein Event zu machen. Das Event hier bereits zum 6. Mal in Namibia, also auch nachhaltig zu agieren. Wir starten in Sambia, genauer in Livingston, nur wenige Stunden nach der Ankunft. Die Abendsonne brannte bei Anpfiff immer noch mächtig und so konnten sich Jörg Alberts, Martin Driller und Freddy Bobic schwitzend schon mal den örtlichen Gegebenheiten anpassen. Tore gab es auch zu sehen, das Publikum war zufrieden und für Global United war es ein guter Start. Ja, Ex-Profis sind natürlich, sag mal, das Brot und Butter für Global United, weil halt die Jungs einfach als Botschafter oder als Role Models, als Vorbilder auftreten. Das Großereignis der Reise findet in der Kleinstadt Katima statt, im nordöstlichsten Zipfel von Namibia. Es ist der Abschluss eines Tages, an dem schon am Vormittag mit einem aufblasbaren Spielfeld im Stadtzentrum mit Musik- und Umweltaktionen Werbung gemacht wurde für das Event am Nachmittag. Die Tribüne ist gut gefüllt und auf dem Nunia-Rasen kommen die Ex-Profis mit der sengenden Hitze und dem stumpfen Untergrund etwas besser zurecht. Spaß hatten am Ende aber beide Teams. Erstmal ist natürlich die Hitze brutal. Ja. Wir spielen hier bei knapp 35 Grad in der Sonne. Es ist schon verdammt warm. Dann natürlich dieser Rasen, gefühlt der gemähte Rasen, oder das sieht aus wie Heu, liegt da drauf. Es ist sehr weich. Die Bälle springen natürlich auch. Aber trotzdem, man muss ein bisschen improvisieren. Man soll auch Spaß haben dabei. Man muss sich halt darauf einstellen. Und ich glaube, einfach auch für uns, alte Säcke auf gut Deutsch gesagt, ist es auch mal was Besonderes, wirklich da auch mal mitzumachen. Zum Abschluss der Reise will eine Auswahlmannschaft aus Kasane in Botswana die Global United Kicker testen. Das offene Feld ist notdürftig gekreidet. Der Wind bläst beiden Teams den Sandstaub ins Gesicht und in die Klamotten. Die jungen Kicker aus Kasane halten auch dank der Unterstützung von der Seitenlinie lange gut mit, ehe sich der Favorit durchsetzt. Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es natürlich, glaube ich, sehr, sehr viel Arbeit. Da wird ich nicht mehr auf dieser Welt sein, wenn alle Probleme gelöst sind, genauso wie in Südamerika oder in Asien. Wir wollen global aktiv sein, weltweit diese Probleme ansprechen und einfach dieses Projekt wirklich fördern, wachsen lassen und halt für die nächsten 10, 20, 30 Jahre weiter diese Projekte wirklich aktiv voranschieben. Die Bilanz einer Woche fällt für alle zufriedenstellend aus. Pfannenstiel und Co. haben ihre Botschaften in Sachen Umwelt- und Klimaschutz unter das Volk gebracht, das erklärte Ziel der Reise. Die Fußballspiele in drei Ländern boten dafür den perfekten Rahmen. Auf ein neues im nächsten Jahr.